Location auf unserem Roadtrip ist der Landschaftspark Duisburg und da werden wir einfach mal ein paar nice Insta-Bilder machen. Mal gucken, was da so geht. Angekommen in Duisburg fing es natürlich an zu regnen, weswegen wir erstmal im Auto gewartet haben. Als das Wetter dann besser wurde, haben wir unsere Kameras genommen und sind losgezogen. Durch das ganze Wasser auf dem Boden gab es aber viele Pfützen, sodass wir diese nicen Shots bekommen haben. Am gleichen Tag sind wir noch zu einer Talsperre gefahren, um den Sonnenuntergang zu gucken. Das war wohl nicht unsere beste Idee. So, es hat jetzt angefangen zu regnen. Wir sind komplett nass. Haben natürlich keine Regenjacken mit. Jetzt müssen wir diesen ganzen Waldweg wieder hochrennen durch diese Matsche. Ja. Nachdem wir getrocknet waren, ging es am nächsten Morgen auch schon weiter Richtung Süden. So, wir sind jetzt auf dem Weg zur Burg Eltz und da wollen wir ein paar schöne Fotos machen. Ja, mal gucken, was uns da erwartet. Wir wandern gerade zu Burg Eltz. Ich weiß nicht, wie weit die weg ist. Angeblich 15 Minuten, aber... An der Burg war es jedoch so voll, dass wir beschlossen haben, abends wiederzukommen. Ein Dorf weiter stand dann diese Kirche. Also werden wir jetzt die Drohne starten, erstmal ein paar geile Shots von der Burg holen. Wenn man fragt, warum wir hier starten, nicht da vorne, sagen wir so, ja, keine Ahnung. Die Sonne ist jetzt untergegangen und alle Menschen sind mittlerweile weg. Zeit für eine geile Timelapse. Jetzt hier den Berg hoch. Hier sieht man auch die Burg Eltz. Sehr riskant. Warum machen wir das? Für diesen Ausblick. Am nächsten Tag weiter durchstarten zu können, sind wir also pennen gegangen
Den Rest seht ihr in Teil 2.